Ja, Carlos Bernegger, Cheftrainer vom FC Thun, Berner Oberland. Es war Pause, fußballfreie Zeit. Was heisst das für dich als Trainer? Ja, es ist wichtig, ein bisschen abschalten. Wobei, es ist ziemlich schwierig gewesen. Gerade nach dem letzten Spiel gegen Sion war die unmittelbare Zeit danach schwierig, weil da haben wir noch müssen das verdauen. Zweite Woche ging noch ein bisschen besser. Familie hatte können mich unterstützen. Und gleichzeitig auch viele private Sachen, wo man normalerweise während einer Saison nicht macht, habe ich können machen. Und das sicher, Frau hatte Freude gehabt und natürlich meine Kinder auch noch. Also ein bisschen Familienzeit, die du hast gehabt. Jetzt sind wir gestartet ins Training, die Woche. Was hast du für einen ersten Eindruck von der Mannschaft? Ein sehr erfrischender Auftritt von alle Jungs. Es war sehr wichtig, diese Break und auch in einem sehr guten Zustand im physischen Bereich. Und wir haben jetzt mittlerweile 3 Training absolviert in sehr guter Qualität und sehr guter Intensität. Die Spieler, die neu gekommen sind, schnell sich integriert haben. Und die Spieler, die schon lange da sind gewesen, haben gute Einstellung gesagt. Du hast angetönt, es sind schon ein paar neue Spieler gekommen. Passiert da noch etwas mit dem Kader? Wird es noch ein paar Wechsel geben? Ja, Kaderplanung ist noch nicht abgeschlossen. Wir sind am Suchen, immer noch auf bestimmte Positionen. Und wenn das finanzielle Rahmenbedingungen noch stimmen, ich denke, der Verein wird in der Lage sein, noch ein oder andere Spieler noch zu holen. Wichtig ist, dass das genau dieser Spieler passt zu uns. Und wie gesagt, ist noch nicht abgeschlossen und wir bleiben dort am Suchen. Trainingslager ist noch das Stichwort. Was sind so ein bisschen Deckpunkte, bis die Saison losgeht? Was macht ihr jetzt alles? Was sind so ein bisschen die wichtigsten Sachen? Ja, es ist heutzutage im Fußball, man trainiert alles zusammen. Es ist nicht nur getrennt, athletisch oder technisch oder taktisch oder auch in etwas wo im Teambildung Bereich arbeitet, sondern wir integrieren alle Facetten und deshalb ist wichtig, jetzt eine bestimmte Niveau können noch erreichen, dass wir in einer Woche in Trainingslager noch gehen und dort mehr die spielerische Aspekte und viele interne Spiele können noch bestreiten.